Hallo, liebe Zuschauer, ich darf euch zu einem kurzen Informationsvideo begrüßen. Hier seht ihr meine Vidme-Seite. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, was ist Vidme? Vidme ist ein ja nicht ganz neuer Anbieter für Video-Content-Creator, also sowas wie YouTube. Gibt es schon einige Zeit. In Amerika war es bisher oder dieses Jahr der große Trend. Es ist jetzt ein bisschen rückläufig, aber wir Deutsche, wir Europäer haben das jetzt für uns entdeckt und immer mehr deutsche YouTuber, so glaube ich auch gerade Gronkh parallel zu mir, haben sich hier einen Kanal bei Vidme eingerichtet, um dort ihre Videos hochzuladen. Warum macht man das? YouTube ist nicht mehr das, was es mal war. Als großer YouTuber kommt man nach wie vor über die Runden, das ist gar nicht das Problem. Als kleiner YouTuber, ich sag's vorweg, ich habe ja nie von YouTube gelebt, das war auch nie mein Anspruch, aber dennoch hat man dort mittlerweile gar keine Chance mehr. Man wird klein gehalten mit allem, was möglich ist. Ich zeige euch das mal kurz, wie das momentan aussieht, wenn man Videos uploadet bei YouTube. So sieht das aus, ja. Da heißt es, bei fast jedem Video, was man hochlädt, jetzt seht ihr übrigens, was wann kommt, nicht für alle Werbetreibenden geeignet, Überprüfung angefordert. Das kann man Gott sei Dank manuell noch machen. Das heißt, für diese Videos erhält man keinerlei Werbeeinnahmen. Gut, für die 2 Cent, die ich jetzt zum Beispiel hier mit Castlevania Dawn of Sorrow Episode 18 vielleicht im Jahr verdient hätte, ist gar nicht das Problem, ja. Aber trotzdem freut man sich am Monatsende, wenn man da mal Geld für eine Kinokarte zusammen hat, in der Frühvorstellung, am Kinotag. Dafür reizt es gerade noch, ohne Popcorn, ohne Cola, aber dennoch immer eine schöne Sache. Nur das wird jetzt in Zukunft bei YouTube vollkommen unmöglich sein. Diese Trendwende, die sie eingeleitet haben für kleine YouTuber, ist das tödlich. Die verdienen damit keinerlei Geld mehr. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, nicht für alle Werbetreibenden geeignet, aber du hast doch die Überprüfung angefordert. Ja, ich habe die Überprüfung angefordert. Manchmal verschwindet dieser Hinweis auch ganz einfach, nachdem man die Überprüfung angefordert hat. Aber die Regel ist, dass man innerhalb von 7 Tagen 1000 Aufrufe auf das Video haben muss, bevor dieses Video überprüft wird, ob es überhaupt werberelevant ist. 7 Tage, 1000 Aufrufe. Dafür muss man schon ein großer YouTuber sein und vor allem muss man dafür die Videos auch veröffentlicht haben. Das heißt, unveröffentlichte Videos werden gar nicht erst überprüft. Man muss sie veröffentlicht haben und dann innerhalb der ersten 7 Tage mindestens 1000 Aufrufe gehabt haben. Ist bei meinen Videos nur ganz, ganz, ganz selten, um nicht zu sagen nie, der Fall. Von daher, Mittelfinger, und zwar beidhändig. Und in der Mitte auch noch. Ja, aber das ist YouTube, das wird wahrscheinlich auch die Zukunft von YouTube sein. Klar, YouTube ist übermüllt und überfüllt mit Game-Content, gar keine Frage. Jeder macht ja mittlerweile Videos vom Videospielen. Aber soll doch jeder machen, ja. 99% machen das als Hobby und 1% machen das halt, damit sie damit Geld verdienen. Ist doch bisher jeder mit gut zurechtgekommen. Was soll das jetzt, dass wir jetzt so getriezt werden als kleinen YouTuber? Aber wie gesagt, YouTube, Zukunft für uns kleinen YouTuber steht in den Sternen. Deswegen vielleicht, vielleicht ein Hoffnungsschimmer, indem wir hier nach Vidme rüber wechseln. Ihr seht, 2 Videos habe ich hochgeladen, noch ein paar im Hintergrund, die Tage veröffentlicht werden. Funktioniert ganz gut. Das Interface gefällt mir, ist sauber, ist aufgeräumt. Es gibt keinerlei Werbung, so wie ich festgestellt habe. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie sich die Seite hier finanziert, aber das soll ja für mich als YouTuber oder als Vidme erstmal nicht das Problem sein. Kleinen Haken gibt es allerdings bisher. Um ein verifizierter User zu werden, das muss man werden, damit man in einer Woche mehr als 3 GB uploaden kann, braucht man 50 Follower. Ich habe im Moment nur 4. Also, wenn ihr Content Creator seid und auch einen Kanal eingerichtet habt, dann followt mich hier auf Vidme. Ich werde euch auch zurückfollowen, damit man diese 50-Follower-Grenze überschreitet. Hört sich jetzt ein bisschen an nach Sub for Sub, ich subscribe dich, du subscribest mich auf YouTube. Hat das nie einen Sinn gemacht, weil man die Videos sich von den Leuten ja nicht angeguckt hat. Hier macht es jetzt aber Sinn, damit jeder erst einmal über diese 50-Follower-Grenze rüberkommt, damit man halt mehr als 3 GB uploaden kann. Nur mal als Vergleich, ich habe vorgestern oder so am Dienstag Sudden Strike veröffentlicht, auf YouTube noch, da war das Video schon 2,5 GB groß. Das heißt, ich könnte dann ein Video hochladen die Woche, ist ein bisschen wenig. Deswegen, wenn ihr das hier seht, auch einen Kanal habt bei Vidme, followt mich, ich followe euch, und damit wir es gemeinsam schaffen, um erstmal über diese 50-Follower-Grenze hinüberzukommen. Ansonsten seht ihr das, wie gesagt, ganz aufgeräumtes Interface. Die Videos kann man sich, wenn man sie anguckt, glaube ich, nicht kommentieren. Das wird vielleicht noch eingebaut oder auch nicht. Aber man kann ein +1 geben und es gibt keine Daumen runter mehr. Nein, ist das nicht schlimm? Ja, die ganzen Hater können jetzt keine Daumen mehr nach unten geben, nur noch Daumen nach oben.
Ja, gut. Was hat Vidme noch für Vorzüge? Ich zeige euch das nochmal. My Channel, My Video Settings, ja, Monetization gibt es auch noch. Das heißt, sobald man verifizierter User ist, kann man diese Monetization freischalten und dann hat man als Zuschauer die Möglichkeit, den Kanal zu subscriben und da monatlich eine Spende abzugeben. Das ist vollkommen freiwillig, das muss niemand machen, ist aber möglich. Und diese Spende geht dann natürlich zu vollem Umfang. Vorsichtig, das sind meine Informationen habe, zu vollem Umfang an den Video-Content-Creator. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Sache, wenn man ad hoc sagt, komm hier, dein Video, das gucke ich sowieso gerne, hier kriegst du jeden Monat 2 € von mir. Funktioniert dann wahrscheinlich auch über PayPal, muss ich mich nochmal schlau machen, muss man sowieso gucken, wie sich jetzt das ganze Portal hier Vidme in Zukunft ja, entwickeln wird. Einfach mal abwarten. Aber wer da Lust hat, kann dann in Zukunft, sobald ich irgendwann mal diese Schwelle überschreiten sollte von 50 Follower, kann mir dann Geld zukommen lassen. Und man kann auch Tipps geben, habe ich gesehen. Man müsste jetzt in die Settings reingehen, das ist jetzt nicht so wichtig. Kann man, glaube ich, auch einfach mal sagen, nee, komm, ich will dich gar nicht monatlich unterstützen, aber hier für das Video, das fand ich so toll, lasse 20 Mark. Und dann sage ich, boah, 20 Mark? Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Also, Vidme ist vielleicht so der kleine Hoffnungsschimmer für uns kleine YouTuber. Wie gesagt, in den USA ist der Trend wohl ein bisschen rückläufig, aber jetzt gerade in Deutschland ist es voll im Kommen. Und oh ja, hier sieht man auch über ja, Firefox kriegt man dann auch Benachrichtigungen, sobald alle Videos komplett verarbeitet sind. Man lädt die hoch, die werden verarbeitet, gutes. Ja, und da es hier keine Werbung gibt, gibt es auch keine Content-ID-Treffer. Von daher finde ich es ganz gut. Oh, Nerdgedanken. Nerdgedanken followt mir jetzt gerade. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Den habe ich dann hier unter Follow. Da ist der fünfte. Und ich follow ihn auch schon. Sehr schön, wunderbar. Sub for Sub, Follower for Follower. An der Stelle hier Nerdgedanken, wenn du hier gerade dieses Video siehst. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde bei dir sicherlich auch mal reinschauen. Alle anderen, wie gesagt, wenn ihr euch hier einen Account angelegt habt, wenn ihr selbst ein Content Creator seid, wie gesagt, ihr könnt euch hier registrieren und mich followen. Ihr müsst dafür nicht selbst Content kreieren. Wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Die Registrierung dauert 2 Minuten. Einfach registrieren und dann mich hier followen auf dem Kanal auf Vidme. Der Link zum Kanal vid.me/ms-standard werde ich aber sicherlich in die Videobeschreibung reinpacken. Wie gesagt, dann einfach mich followen. Tut nicht weh, kostet nichts. Hilft mir aber eventuell in Zukunft um einiges weiter. Wie gesagt, Vidme ist die Alternative. Ich habe da so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ausprobieren können wir es einfach mal. Ausprobieren müssen wir es einfach mal. Denn Video oder Gaming, Video Content Creator auf YouTube, das hat da sicherlich keine Zukunft. Und ich habe da auch als Hobby keine Lust drauf, dass mir ständig irgendwelche Knüppel in die Beine geworfen werden von YouTube, die es mir schwer machen. Wie gesagt, es kommt mir nicht auf die 10 € im Monat an. Ja? Vollkommen egal. Aber Content-ID-Treffer auf die Farbe lila, auf was weiß ich nicht was, irgendwelche Leute, die überhaupt gar keine Rechte haben, claimen die Videos, wenn man denn überhaupt noch die Chance hat, Videoeinnahmen zu beantragen, weil es ja nicht für alle Werbegruppen relevant. Ja, ist doch nicht mein Problem, wenn ihr auf ein Video von Lens of Lore, was weiß ich hier, Pampers-Werbung schaltet. Das liegt doch bei euch, YouTube. Das ist doch euer Problem, wie ihr das verwaltet, doch nicht meins. Naja. Wie gesagt, ich wollte aber jetzt nicht über YouTube hinweg ranten, sondern einfach nur sagen, Vidme könnte die Zukunft sein für uns ja, Creator, Content Creator. Und nochmal darauf aufmerksam machen, bitte mich followen, damit ich über diese 50 Follower-Grenze hinwegkomme und ich auch mehr als 3 GB pro Woche hochladen kann. Ansonsten einfach mal gucken und beobachten, wie sich das Ganze verhält. Und vielleicht mal weitererzählen. Hast du schon gehört? Na, hier, Vidme gibt es eine neue ja, Plattform für Video Creator. Einfach mal gucken. Vielleicht den Opa erzählen oder die Oma, den Schulkollegen, den Arbeitskollegen, dem Chef vielleicht, ja, vielleicht dem Chef nicht unbedingt erzählen, dass man ihr Videos vom Emmo Standard anguckt während der Arbeitszeit, aber einfach mal weitererzählen. Gut, damit habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, mich followen natürlich auf Vidme oder falls ihr jetzt hier auf YouTube dazu gekommen seid, subscriben, Daumen hoch, bewerten, kommentieren und hast du nicht gesehen. Und ich überlege mal ganz kurz, habe ich irgendetwas vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Das war es soweit erstmal. Soll es das gewesen sein? Schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns demnächst in einem Video, entweder auf YouTube oder bei Vidme wieder. Danke fürs Zusehen, bis demnächst. Bye bye.